Hi ihr Lieben, ich habe heute ein What I Eat in a Day für euch und im Anschluss möchte ich noch ein paar von diesen 3 Trilliarden Fragen bearbeiten, die ich von euch von Instagram gesammelt habe. Und da sind auf jeden Fall einige interessante dabei. Ich bin mir jetzt noch nicht so sicher, welche genau ich nehmen werde, das werde ich jetzt gleich noch entscheiden. Aber erstmal gibt es das What I Eat und bis gleich. So, als allererstes heute Morgen gab es ein Bananeneis, bestehend aus Bananen, Kakao, Vanille und ein kleines bisschen Wasser, damit er die kleine Menge besser mixen konnte. Dann habe ich über Nacht Hafer eingeweicht, den ich dann mit dem Einweichwasser zusammen in die Mikrowelle gepackt habe für 3-4 Minuten und dann das Wasser abgegossen habe nach so 15 Minuten Ziehzeit. Und dann gab es den einfach pur. Dann gab es Kidneybohnen mit Chili, Pfeffer, Essig und Zwiebeln, rohen Zwiebeln. Und im Anschluss habe ich mir ein Buchweizenbrot gemacht aus natürlich Buchweizen, den ich einfach durch meine Flockenquetsche geflockt habe. Und da dann noch 2 Löffel Kichererbsenmehl mit reingetan habe. Das Ganze dann mit Wasser zu so einem Teig angerührt und für 4 Minuten in die Mikrowelle gepackt und dann sieht das genau so aus, wie ihr es jetzt hier sehen könnt. Es ist super locker durch das Kichererbsenmehl, also es schmeckt echt gut. Wenn ihr es noch nicht probiert habt, dann probiert das mal aus. Und noch weitere Kidneybohnen, die habt ihr ja gerade an der Seite vom Buchweizenbrot schon auf dem Teller gesehen. Der Teller war vorher genauso voll wie dieser nächste jetzt, den ihr hier seht. Und ich esse sehr gerne im Stehen. Das ist das, was ich euch hier zeigen wollte. Keine Ahnung warum. Einfach, ja, weil es mir gefällt. Ich weiß es nicht. Ich setze mich echt super selten hin. Dann habe ich mir nochmal ein Bananeneis gemacht. Dieses Mal bestand das aus Bananen, Medesüß, das ist ein Wildkraut, und Orangenschale. Und danach habe ich ein Smoothie getrunken. Da war drin Möhre, Fenchel, Stangensellerie, Wasser und ein kleines bisschen Chiasamen. So, und passend zu dem, was ich esse, habe ich mir jetzt die erste Q&A-Frage rausgesucht. Und zwar Tipps für eine reine, strahlende Haut. Und da war inbegriffen, dass der Fragesteller oder die Fragesteller, es waren mehrere, gerne Tipps zur Gesichtspflege haben möchten. Also irgendwelche Produkte oder bestimmte Reinigungstechniken und so. Und dazu kann ich echt nur sagen, schöne Haut kommt von innen. Also wenn du naturgetreue Lebensmittel isst, dann hast du auch eine schöne Haut. Und wenn du dich von Tierprodukten ernährst, wo tierische Fette drin sind und vor allen Dingen auch tierische Hormone, zum Beispiel in der Milch, die Milch ist ja für ein Säugling, die Nahrung, und nicht für uns Erwachsene, so. Und Milch ist ja in der Regel Kuhmilch und Kuhmilch ist da, um ein Babykalb zum Wachsen zu bringen und es zu ernähren. Und dementsprechend sind da Wachstumshormone drin und nicht nur Wachstumshormone, weil die Kühe ständig neu wieder geschwängert werden, damit ja das Ganze rentabel bleibt. Und damit haben wir zusätzlich auch noch eben Schwangerschaftshormone in der Milch drin, zusätzlich zu den natürlich vorkommenden Wachstumshormonen, die einfach in der Milch drin sein müssen, die bei jedem Säugetier in der Milch drin sind. So, und das kann was mit unserem Hormonhaushalt machen. Und wenn das was mit unserem Hormonhaushalt macht, dann macht das ganz, ganz viel im Körper, unter anderem eben auch schlechte Haut. Und was auch noch super wichtig ist, keine Öle essen. Wenn du Öl isst, dann verstopft es deine Poren und macht einfach nur unreine Haut. Und das gilt auch für solche Sachen wie pflanzlichen Käseersatz oder pflanzliche Margarine oder Butterersatz. Überall, wo Fette verarbeitet werden und nicht mehr in ihrer naturgebundenen Form an Ballaststoffe vorkommen, hast du halt ein Problem. Und natürlich, Junkfood ist auch nicht gut für die Haut. Allein das Salz darin trocknet super aus, der Zucker darin trocknet aus, meistens ist halt auch noch Öl drin. So, dann haben wir schon die 3 Übeltäter neben den Tierprodukten. Und zusätzlich ist
die Methode, womit du dein Gesicht reinigst oder auch manche Dinge, die du auf dein Gesicht aufträgst als Pflege oder als Make-up, etwas, was deine Haut durcheinander bringen kann. Und dementsprechend bin ich ein Freund davon, seine Haut komplett nur mit Wasser zu waschen. Und zur Reinigung, wenn man denn mal eine Reinigung braucht, wenn man das Gefühl hat, so okay, ich muss jetzt entweder mein Make-up runternehmen oder ich möchte mal meine Haut so tiefenpormäßig reinigen, dann benutze ich Oil Cleansing, also einfach irgendein Öl. Es gibt da so dieses, so eine Liste von, ach, wie heißt das denn jetzt, Ölen, die nicht die Poren verstopfen, Komodogen. Das ist, glaube ich, ein Wert, den jedes Öl so hat. Und dann kann man halt nachgucken, für welche Haut das geeignet ist. Weil manche Öle die Poren mehr verstopfen, manche halt weniger. So, genau. Aber wenn du eine normale Haut hast, dann musst du dich darum eigentlich nicht kümmern. Ich habe mich da nie wirklich drum gekümmert. Ich nutze einfach irgendein Öl. So. Und da kannst du auch ruhig das Öl aus der Küche benutzen, um es ins Badezimmer zu nehmen. Wie gesagt, raus aus der Küche brauchen wir in der Küche nicht. Und ja, dich dann damit abschminken oder wie gesagt dieses Oil Cleansing machen. Und beim Oil Cleansing nimmt man das Ganze ja mit einem nassen, heißen Tuch wieder runter. Und da kann man auch super guten Waschlappen für benutzen und dann halt gleichzeitig seine Haut so ein bisschen damit peelen und die alten Hautschüppchen runter machen, wenn das denn nötig ist. Das muss man nicht immer machen. Ich mache das auch überhaupt nicht regelmäßig. Ich würde sagen, keine Ahnung, einmal pro Woche ist fast schon zu viel gesagt so. Und ja, das ist alles, was ich empfehlen würde. Oh, ich habe eine Frage, die gleich da anschließt. Und zwar, wie wichtig ist dir Make-up noch? Und das ist super interessant. Ich habe vor vielleicht 2 Monaten oder so angefangen, mich regelmäßiger zu schminken. Oder regelmäßiger ist ein falsches Wort. Öfter zu schminken, also öfter Wimperntusche zu benutzen und die Augenbrauen öfter mal mit einem Kajal nachzuziehen. Und seit ich den Kurzhaarschnitt habe, habe ich auch schon mal öfter zu Lidschatten gegriffen. Und das ist das, was ich aktuell gerne mache. Mir macht es Spaß, so. Wie wichtig ist mir das? Also gar nicht wichtig, würde ich sagen. Ich finde es schön, aber ich brauche das nicht. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich mich total freue, dass ich da hingekommen bin, in diesen Zustand, weil ich es früher so hatte, dass ich mich nicht ungeschminkt teilweise aus dem Haus getraut habe, weil ich dann diese Veränderung gesehen habe zwischen dem Geschminkten und dem Nicht-Geschminkten und gemerkt habe an den Menschen, an den Reaktionen, dass das Geschminkte eher wertgeschätzt wurde, so, und dass ich damit schöner wahrgenommen wurde und mich selbst auch natürlich schöner wahrgenommen habe, weil bestimmte Sachen eben betont sind und so. Und wenn das dann alles wieder runter ist und ja, man dann vielleicht auch noch zusätzlich müde aussieht und so und vielleicht Augenringe hat, was ich in letzter Zeit echt nicht mehr habe. Ich habe keine Ahnung, warum das, also wie das passiert ist, dass ich die nicht mehr habe. Vielleicht habe ich gerade den Gedanken, liegt das daran, beziehungsweise hängt damit zusammen, dass ich jetzt nachts immer die Rollladen runter mache, wenn ich schlafe. Also ich mache meine Bude wirklich komplett dunkel, sodass ich nichts sehen kann. Und das sorgt echt dafür, dass ich meistens durchschlafe. Und sonst war es immer so, ja, ich wache zwischendurch immer wieder auf und so. Obwohl ich nicht mitten in der Stadt wohne, sondern am Rand, ist es hier einfach sauhell. Also wenn ich die Rollladen nicht runter mache, dann kann ich halt so in die andere Ecke des Raumes schauen. Und das ist für Schlafqualität nix. Also wirklich gar nichts. So. Und vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich diese Augenringe oder Ränder oder so, diese dunklen Schatten, so das da, dass ich das nicht mehr habe. Genau, und dementsprechend halt auch nicht mehr abschminken muss. Und habe ich sonst auch nicht regelmäßig getan. Aber es war halt immer sowas, wo ich eigentlich schon den Impuls hatte, so, es wäre schöner, wenn das mal weg ist. Genau. Und das Einzige, was ich jetzt wirklich, also regelmäßig für Videos mache, meistens zu, keine Ahnung, 80% der Fälle, ist meine Nase abschminken, weil die ist rot. Und die ist einfach rot, weil sie rot ist. Ich weiß nicht warum. Ist sie schon sehr lange. Schon sehr, 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 sehr viele Jahre. So. Und ja, vielleicht hat es auch was mit dem Schlafen zu tun. Vielleicht schlafe ich da so drauf.
So, dann können wir das jetzt auch durchstreichen. Wo war das denn? Hier. So, ihr Lieben, ich glaube, wir haben die 10 Minuten schon wieder voll, ne? Das heißt, wir machen ganz, ganz viele Videos noch mit diesen Q&A-Fragen. Und auch hier unter diesem Video könnt ihr mir sehr gerne noch Fragen, die ihr habt, drunter schreiben. Und dann schreibe ich mir die auf, wenn die für mich oder für euch interessant sind. Und ja, genau, so machen wir das. Okay? Goodie. Dann. Bis zum nächsten Mal. Mach dir eine schöne Zeit. Kümmere dich gut um dich. Genieß den Sommer. Und bis bald.